Wir sind einfach einmal froh, dass der Handel offen halten darf. Das ist das Allerwichtigste, denn der Handel war immer ein sicherer Ort, einer der sichersten in der Pandemie für die Menschen in unserem Land. Wir nehmen natürlich diese 2G-Kontrollen, die jetzt verstärkt werden, zur Kenntnis und werden natürlich auch, um offen halten zu bleiben, eben bestmöglich eine Umsetzung vorsehen. Wir haben bis spät in der Nacht gestern mit der Bundesregierung und auch mit dem Krisenstab dazu gesprochen. Wir haben zum Glück umsetzen können oder erwirken können, dass es keine Eingangskontrollen geben wird, sondern eben Kontrollen, die auch im Kassenbereich möglich sind. Wir wollen die Gesundheit der Bevölkerung an erste Stelle stellen, aber es ist einfach ganz wichtig, dass man hier verträgliche Umsetzung wählt, indem auch kleinere Händler die Chance haben, wenn sie es umsetzen werden und umsetzen müssen, dass sie es auch umsetzen können. Und im Kassenbereich ist das sicherlich gewährleistet und daher werden wir das auch mit größten Bemühungen auch so machen. Hätten wir Eingangskontrollen gehabt, hätten wir zusätzliches Personal anstellen müssen, hätten die Stunden der Mitarbeiter wieder erhöhen müssen und das haben jetzt schon 4.000 Händler nicht überlebt, das Jahr 2021 und es wäre nicht besser geworden. Noch dazu, wo potenziell einige Quarantänen uns auch noch die Planung durchkreuzen können. Aber natürlich führt diese Maßnahme nicht am eigentlichen Sinn vorbei, weil natürlich dann trotzdem Ungeimpfte in die Geschäftsräumlichkeiten hinein können. Die können ja dann ihre Freunde oder ihren Partner, Partnerin dann zur Kasse schicken, wenn sie was kaufen möchten, sind aber trotzdem in diesem Lokal drinnen. Eigentlich passt es optimal, denn man muss immer beide Seiten sehen. Zum einen ist die Machbarkeit relevant und zum anderen ist es ja auch so, dass der Konsument eine Verwaltungsstrafe riskiert, wenn er ein Geschäftslokal betritt und keinen 2G-Nachweis mit sich führt. Außerdem sind wir der Meinung, dass es schon abschreckend genug ist, wenn man kein Produkt mehr erhält, wenn man weiß, dass man spätestens im Kassenbereich auf jeden Fall den 2G-Nachweis vorzeigen muss. Und im Zeitraum davor ist es zum einen so, dass der Handel einfach immer so ist, dass die Mehrheit der Menschen, die ein Geschäftslokal kurz betreten, nur gustieren, einen Blick reinwerfen. Da besteht noch überhaupt keine Geschäftsbeziehung. Warum soll ich die schon nach einer Gesundheitsdatenabfrage trachten? Das ist einfach aus der Welt. Das kann man machen, wenn man in ein Restaurant geht, in ein Gasthaus, wo man reserviert hat, Freunde trifft, das alles vordefiniert ist, wo ein Bruchteil der Menschen nur in der Menge ankommt als bei uns. Bei uns sind es kurze Aufenthaltsdauern, ein loser Kundenkontakt. Und wenn es dann konkret wird und dann zum Abschluss an der Kasse kommt, ist das ausreichend. Natürlich werden wir, so gut es möglich ist, auch schon im Eingangsbereich diese Kontrolle vornehmen und werden auch schon in der gesamten Geschäftsfläche über das umsetzen. Aber Sie werden verstehen, wenn eine Verkäuferin oder ein Verkäufer gerade in einer Beratung ist, gleichzeitig 5 Personen ins Geschäftslokal kommen, dann möchten wir nicht tausende Euro an Strafen zahlen, obwohl wir es eh kontrollieren wollen. Das wäre einfach dann das Kind mit dem Bade ausschütten. Und daher haben wir mit der Regierung eine verträgliche Umsetzung vereinbart und die ist es auch geworden. Ja, also ich verstehe das ja voll und ganz. Ich habe nur einfach jetzt auch Argumente gebracht, die man natürlich da hört bei so einer Maßnahme. Was ich auch gerne wissen wollte, natürlich, Sie sind jetzt, glaube ich, ziemlich erleichtert, dass jetzt kein neuer Lockdown beschlossen worden ist. Das hat ja auch ein bisschen kurz im Raum geschwebt, dass das möglich sein könnte. Nehammer, der Bundeskanzler, hat aber gesagt, oder Mückstein war das. Es ist aber nicht ausgeschlossen. Wie sehen Sie denn da jetzt die Lage? Was ist auch gestern so aus den Gesprächen rausgekommen? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir es ohne Lockdown schaffen können? Wie wichtig wäre es vor allem auch für den Handel? Ja, ich habe die Zahlen schon genannt und durch eine andere Form der Virusbekämpfung, die nicht mit dem Holzhammer einen Lockdown bedeutet, kann man eben auch Milliardenschäden von der Wirtschaft abwenden, Arbeitsplätze sichern und das ist mit der heutigen Lösung sicherlich einmal erreicht worden. Klar ist, dass jede Maßnahme Corona-bedingt auch mit Umsatzverlusten einhergeht und wir wissen auch, dass man irgendwann einmal differenzieren muss, dass nicht ein Nachtlokal oder Gasthäusl das gleiche ist wie eine großflächige, gut durchlüftete, große Geschäftsfläche im Handel. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man, wenn es wieder zu Schließungen kommt, das faktenbasiert umsetzt, ein gesundheitsbehördliches Fundament unterlegt. Und daher können wir im Handel einfach klar sagen, es gibt keinen sicheren
sicheren Ort als den Handel. Wir bemühen uns in der Umsetzung und wir haben keine Infektionszahlen, die nennenswert sind. Und daher hoffen wir, dass es keine Lockdowns mehr für unsere Branche gibt. Und wir wünschen natürlich für die Gesamtbevölkerung, dass es generell keine harten Lockdowns mehr braucht. Damit müssen wir natürlich jetzt auch diesen härteren Weg gehen, denn die Infektionszahlen gehen derzeit durch die Decke. Aber es braucht immer Leben und Erwirtschaften mit dem Virus, denn wir alle wollen unsere Arbeitsplätze behalten. Wir alle wollen auch ein Monatsgehalt verdienen und wir alle wollen ja möglichst unser normales Leben wieder zurückgewinnen. Dafür ist es aber auch wichtig, dass nicht nur die Geschäfte offen bleiben und keine Mitarbeiter mehr da sind. Und daher begrüßen wir auch, dass es zu einer Anpassung der Quarantänemaßnahmen gekommen ist. Der Handelsverband hat sich da sehr früh dafür eingesetzt, dass es praktisch nicht eine 14-Tages-Quarantäne für Kontaktpersonen gibt, ohne die Möglichkeit des Freitestens. Und da hat man eben darauf reagiert. Da sind wir auch dem Gesundheitsministerium dankbar, dass man hier zum einen das auf 10 Tage reduziert hat, dass man praktisch nicht mehr zwischen K1 und K2-Person unterscheidet, sondern dass man keine Kontaktperson ist, wenn man dreifach geimpft ist, also geboostert, dass man keine Kontaktperson ist, wenn man mit einem Infektiösen zusammen war und aber durchgängig alle FFP2-Maske getragen haben und dass man in der kritischen Infrastruktur wie im Lebensmitteleinzelhandel keine Kontaktperson ist, wenn man eben eine FFP2-Maske trägt und einen täglichen negativen Test erbringt. Das ist wichtig, denn wenn etwas in der Krise funktioniert hat, dann war es die Versorgung mit Lebensmitteln. Das ist auch damit weiterhin gewährleistet. Und es ist natürlich auch für alle anderen Formate im Handel, vom kleinen Modehändler bis hin zum Elektrohändler, sehr, sehr wichtig, dass diese Quarantänebestimmungen nicht dazu führen, dass es Totalausfälle gibt im Personal. Da hat die Regierung mit Gecko gemeinsam dagegen gehalten und ein verträgliches Maß gewählt. Wir würden es uns natürlich alle anders wünschen, aber mit dieser Kontrollerfordernis können wir besser leben als mit Eingangskontrollen oder sonstigen Lösungen, die praxis- und weltfremd sind. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, eben die Quarantäneregelungen. Die kommen natürlich auch Ihren Forderungen entgegen und auch der Angst, dass eben Supermärkte oder auch Geschäfte hier dann nicht mehr offen gehalten werden können. Also das wird auf jeden Fall die Lage hier entschärfen, auch wenn die Zahlen durch die Decke gehen. Vielleicht noch abschließend eine Frage zur Maskenpflicht im Freien. Die soll ja dann an frequentierten Orten auch im Freien sein, zum Beispiel in Einkaufsstraßen, eben, wo viele Menschen unterwegs sind. Glauben Sie, das könnte Menschen abschrecken? Die Gesundheitsbehörden müssen entscheiden, ob im Freien sowas sinnhaft ist. Offenbar ist es derzeit aufgrund der hohen Übertragung relevant, insbesondere wenn man den 2-Meter-Abstand unterschreitet. Das trifft uns natürlich im Handel im Bereich der Einkaufsstraßen. Das betrifft uns im Bereich der derzeit noch offenen Weihnachts- und Christkindlmärkte, die noch verblieben sind. Aber das muss man einfach in Kauf nehmen, denn das ist ein Mindestbeitrag von allen Beteiligten, dass man Maske trägt. Und das kann man kein Mensch der Welt erzählen, dass das nicht zumutbar ist, weil viele andere müssen die Krisenschulden schultern, die mutig sind, Unternehmer sind, fürs Land viel bewegen, neben den Familien auch durch die Belegschaft, die sie durch die Krise bringen. Da muss es von jedem Beteiligten auch möglich sein, wenn die Zahlen in die Zehntausenden gehen, dass man Maske trägt, auch in der frischen Luft. Wenn das die Behörden auf der Gesundheitsebene so sehen, dann wird es wohl so erforderlich sein. Der kommende Samstag ist wieder ein sehr wichtiger Einkaufssamstag für den Handel. Geschenke werden umgetauscht oder eben Gutscheine eingelöst. Jetzt soll es wieder eine Großdemo geben in der Bundeshauptstadt Wien. Und punkto Demonstrationen hat der Bundeskanzler Neham einmal mehr betont, dass es eben ein wichtiges Recht ist, dass man hier nicht beschneiden will. Es wird wohl kaum Maske getragen werden wieder bei dieser Demo. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung? Wir haben immer gesagt, dass das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit in einem ausgewogenen Ausmaß auch in einer Pandemie gewichtet werden muss. Natürlich ist es offenkundig, dass noch nie so stark in das Grundrecht der Erwerbsfreiheit eingegriffen wurde wie in der Pandemie. Die Händler werden zugesperrt, den Händlern werden alle Ungeimpften als Kunden entzogen, den Händlern werden durch Demonstranten alle offenen Tage gestohlen, wenn praktisch die einzigen, die ins Geschäft noch sich verirren, verängstigte Familien sind. Und daher muss sich jeder, der dort mitmacht, natürlich auch die Sinnfrage stellen, denn jeder 5. Arbeitsplatz ist dem Handel zuzuschreiben. Natürlich muss man sie zu Wort melden können. Aber es gibt intelligentere Lösungen, als an einem Einkaufstag vor einem Einkaufszentrum oder beim Handel zu protestieren. Und ehrlich gesagt, noch viel dümmer, das muss man mal klar sagen, sind Demonstranten vor Spitälern oder Pflegeanstalten. Solche Menschen sollten sich schämen. Das ist ein No-Go und das geht gar nicht.
Gut, da habe ich jetzt natürlich schon klar rausgehört, wie Sie das sehen. Also das wird natürlich wieder Einbußen bringen für den Handel. Und da kann man nun mal leider nichts machen. Vielleicht auch noch ein Punkt generell. Wie bewerten Sie diese Maßnahmen? Und wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit einem weiteren Lockdown, der wohl vernichtend wäre für unsere Wirtschaft und den Handel, entgehen können? Für uns ist wichtig, dass die Bundesregierung nun einfach Experten stärker hört und damit jene Hotspots auch teilweise gesperrt werden und das, wenn die Zahlen steigen, die auch Hotspots sind. Und sichere Häfen wie der Handel müssen einfach offen halten können, weil eben einfach die Entschädigungen zu lange auf sich warten lassen. Und daher ist es wichtig, dass man alle Ziele auch volkswirtschaftlich im Auge behält und nicht ein Amazon-Förderungsprogramm startet, in dem alle nur noch online bei diesen Giganten einkaufen, weil man eben zu scharf schießt. Und daher ist es ganz, ganz entscheidend, dass man verträglich vorgeht. Und Sie werden mir zustimmen, dass in einem großen Handelshaus ein Unterschied besteht, virologisch, als in einer Gondel, wo man verschwitzt einsteigt. Und Sie werden mir zustimmen, wenn man in einem Fernzug 5 Stunden lang fort ist, sich gegenseitig zuspricht, dass das auch anders ist. Und Sie werden mir auch zustimmen, dass in Gasthäusern, wo laut beispielsweise in Bars geschrien wird oder man sie anschreit, weil die Musik so laut ist, der Virus auch gerne zu Hause ist. Das hat auch der Virologe Drosten gerade vor einem Tag bestätigt und eben auch, dass der Handel eben nicht ein Hotspot ist. Und daher hoffen wir, dass unsere Branche offen bleibt und möglichst viele andere auch. Und die, die nicht offen bleiben, brauchen dann rasche Hilfen und das ist wichtig.